Nachdem sie Merc Vol eliminiert und Spartan Davis gerecht hatte, konnte Spartan Palmer das Blutsvettergerät zerstören und diese Gefahr für alle Zeiten bannen. Gut gemacht, Spartan. Sie haben die gesamten Aufzeichnungen der Schlacht von Dreyfus 5 abgeschlossen. Das war's. Die Geschichtsstunde ist vorbei. Gehen und trainieren Sie in den Kriegsspielen mit den anderen Spartans. Bis bald. Ach, ich habe Merc Vol getötet und das war's? Ist das die offizielle Version? Sie sollten mal sehen, was dann geschah. Operation Hydra. Und damit herzlich willkommen zurück zu einem kleinen Bonus anscheinend. Bin mir nicht ganz sicher, ob das vielleicht im Nachhinein erst hinzugefügt wurde, aber wir haben Operation Hydra. Mal gucken, was das ist. Schlacht um Höllenmeer. Die Streitmächte der Allianz waren besiegt und der Exodus des UNSC aus Dreyfus 5 schien vollzogen. Berichte über eine atmosphärische Störung niedriger Frequenz waren die ersten Anzeichen dafür, dass nach etwas anderes in Gange war. Analysten des UNSC erkannten darin ein Signal der Blutsväter. Etwas war auf dem Mond von Dreyfus 5 noch immer aktiv und es schien Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen wollen. Spartan Sarah Palmer kehrte auf die Oberfläche von X50 des Mondes von Dreyfus 5 zurück und entdeckte, dass nicht nur das UNSC beim bizarren Ruf der Blutsväter gefolgt war. Die Kräfte der Allianz waren ebenfalls da. Sie nahm an, dass einer ihrer Götter zu ihnen sprach und die Menschen sollten diese Nachricht unter keinen Umständen abfangen dürfen. Okay. Was erwartet uns jetzt hier? Ich hab da so eine Vermutung. Aber ich weiß nicht, ob das was sein könnte. Unser Beschuss! Hallo. Ja, weißt du was? Hier, nimm die Granate. Oh, da kommen immer mehr Jungs von uns. Ja, triff ihn einfach nicht. Ja, ist klar. Na super. Komm her. Also erstmal schön die Grunts aus diesen Dingern schießen. Kümmern wir uns um den, mal unsere Pistole meinetwegen und um den, den wir nicht treffen können, weil das ein Arsch ist. Ja, du willst mich anschießen? Am Arsch. Gut, das war jetzt frech übrigens. Das war jetzt richtig frech. So, wollen wir uns hier mal rein? Aha. Das war 1 von 2. Okay, da gehe ich einfach mal in die Luft, kein Problem. Da stehe ich drauf. Ich liebe es, wenn es in mir explodiert. Und wie war das jetzt eklig? Jetzt krepier doch halt. Ist klar. Meine Pistole macht dich kalt. Oh, hallo. Ach stimmt, meine Leute sind ja gestorben. Deswegen habe ich ihre Waffe erhalten. Ja, gegen mein Schild kannst du nicht viel ausrichten, außer mich vielleicht stacken. Fünfmal. Was ist das denn? Was ist das denn? Was war das denn? Was bist du denn für einer? Ein Brut. Jetzt krepier! Geht doch! Wieso kann ich eigentlich meine Leute nicht töten, aber die ihre eigenen? Ja, trifft nicht! Och man, jetzt hab ich. Ich hab kaum was noch Munition. Ah, da kam ein neuer. Wieso kämpfen wir uns hier einfach durch? Wir können einfach durchlaufen, ey, ganz ehrlich. So prügeln wir uns hier mal vorwärts. Ich werfe mal eine Granate. Okay, Ladezone sichern, kriegen wir hin. Irgendwie. Wo sind meine UNSC-Truppen? Wo sind die hin? Ich
Ich habe den keinen Urlaub genehmigt. Gut, ist ja keiner mehr. Danke. Hauptsache stirbt er mal. Ein Feind nur noch da und wir müssen 1 Minute 30 aushalten. Ach so. Ist natürlich ein bisschen anderer Feind. Ja, Mission erfolgreich. Achso, wir sollten... Ah, in der Zeit hätten wir das hinkriegen müssen. Ich habe schon gesagt, eigentlich hätte ich mich ja hinlegen können und einen Kaffee trinken können, ne? Um 8 Uhr abends. Schon wieder eine Bronx. Was ist denn das für ein Scheiß? Fall der Barrikaden. Sobald Spartan Palmer die Ladezone gesichert hatte, strömten konstant neue Einheiten des UNSC auf die Oberfläche des Mondes X50. Das Signal der Blutsväter lief in einer Schleife und die Analysten hatten Mühe, seinen exakten Ursprung ausfindig zu machen. Der Allianz war es bereits gelungen, einige Geschütze entlang der großen Schlucht namens Höhlenmeer zurückzuerobern. Das UNSC wurde dem Sieg ohne... Das UNSC würde zum Sieg eine enorme Schlagkraft benötigen. Spartan Palmer übernahm das Kommando über ein Bataillon Scorpions und Grizzlies, um diese Geschütze zu vernichten. Gleichzeitig gelang es Experten aus UNSC, das Signal des Blutsväters zu knacken. Der Verdacht erhärtete sich, dass es sich gar nicht um ein Signal aus alter Zeit handelte. Es schien weitaus neuer zu sein und es rief nach Hilfe. Übrigens, Grizzlies, jetzt komme ich drauf. Vor Release von Halo 4 gab es ein Bild von den Grizzlies mit den 2 Kanonen. Und jeder hat sich gefragt, kommen die in Halo 4 vor? Und im Endeffekt kamen sie nicht vor, aber hier. Yeah, bam. Machen wir uns bereit. Wieso zeigt meine Uhr schon 32 Minuten an? Ich glaube, wir haben eine Pause zwischendurch gemacht. Ja, ich ziehe einfach noch ein bisschen durch und dann mache ich einfach eine Pause. So, Grizzly Time. So, hier fliegt ja einiges durch die Gegend. Ach ja, wir können das Ding einfach wegsprengen. Ich wollte gerade sagen, soll ich nicht auch gut durchkommen? Kriege ich am Anfang Grizzly, weißt du, dann kann ich damit anfangen oder was? So, immer hier schön durchgekämpft. Okay, zerstören Sie alle Magnetgeschütze. 4. Okay, sehr langsamer Schuss übrigens. Ziemlich kleiner Grunt. Aber das sieht ja auch nach einem Schlachtfeld aus, Alter. Achso, den einen haben wir gerade schon übersehen. Na komm. Na komm. Okay. Fehlen noch 2. Was? Achso. Mal wieder die Steuerung ein bisschen verkackt. Was willst du denn? So, versuchen wir mal hier lang zu fahren. Ich glaube, das könnte der richtige Weg sein. Aber Wave. Mann, die Wave platt. Nicht das Gebäude. Es scheint der richtige Weg zu sein, weil hier überall Fahrzeuge sind. Beim Grizzly geht's auch nicht mehr so gut. Irgendwie muss ja wohl mal treffen, Grizzly hier, ne? Okay. Triff einfach keinen. Oh, hier liegt ein Panzer vor mir. Alter. Oh Gott. Ich glaube, ich kann mich nicht bewegen. Ich komme hier nicht raus. Holy shit. Okay, okay. Ich habe die Steuerung. Achso, wir sind falsch rum. Wir sind falsch rum, deswegen. So rum fährt sie sich viel leichter. Ich weiß nicht, was der Unterschied ist, aber es fühlt sich für mich anders an. Da bist du ja. Oh Gott. Ich steig aus, das war's für mich. Ich geh zu Fuß weiter. Ach, ich kann hier gar nicht einsteigen. So kümmern wir uns um die Grunts. Mit den Eliten. Ich denke, da muss irgendwie ein Knöpfchen existieren, oder? Existiert kein Knöpfchen. Es waren Brandgranaten, ja klasse. Okay, immer mit der Ruhe machen wir das Ding kaputt.
Gar kein Problem. Das Ding ist, wir müssen gleich halt nur zurück. Okay, wir laufen zurück. Wir müssen gleich hier wahrscheinlich wieder nach vorne, was sehr assig sein wird, weil wir am Anfang einen verpasst haben. Ist ein bisschen doof, aber naja. Kann man nichts machen. So. Müssen wir uns wieder damit bemühen, mit Feuerwaffen das Ding platt zu machen. Es sei denn, da steht irgendwo ein Panzer in der Nähe. Was für ein langer Weg. Ach ja, wir haben ja Sprinten. Ja! Sprinten! Das Ding ist Schrott. Das heißt, wir sind gleich in der Nähe. Der hat mich ja angegriffen von der Seite, ne? Hier war er doch irgendwo. Ach, das Ding ist ja schon halb Schrott. Renne! Rücken Sie weiter durch das Tal vor. Ja, jetzt müssen wir wieder zurücklaufen. Herz allerliebst. Zum Glück haben wir Sprinten, ey. Sonst hätte das ewig gedauert. Oh, was ist das? Sag mal, kannst du das bitte lassen? Habe ich dich drum gebeten, dass du mich anwickst, oder was? Oh mein Gott. Oh, hi. Ach so. Der lebt ja immer noch. Ah, sprinten wir durch. Ich bin schneller, als der Typ schießt. Ach, weißt du was, hier. Eine Granate in your Fresse. Hat er mich gerade geschlagen? Hast du mich gerade geschlagen? Da schlägt er mich einfach. Wir hätten es so einfach gehabt hätten können. Und uns hat so viel Zeit gefehlt. Unglaublich. Naja. Bam. Oh, wir kriegen Bronze. Silber. Uah. So. Ja, Freunde, ich würde sagen, ich weiß jetzt nicht, wie viel Zeit vergangen ist, weil ich vergessen habe, auf Pause zu drücken. Wir sehen uns morgen wieder. Und vielleicht schneide ich da, was weiß ich, noch irgendwo ein paar Faxen rein. Ich weiß es nicht, wenn es zu wenig ist. Und heute gehen wir auf Sturm auf die Suprastruktive. Nach der Zerstörung von Dreyfus 5 kollidierten große Teile der Planetenkruste mit der Mondoberfläche. Durch den Aufprall kamen auf X50 plötzlich Teile einer Blutsväterstruktur zum Vorschein, die bis dahin unter einer Einsicht verborgen gewesen war. Das schiere Ausmaß der Struktur war gigantisch. Sie erstreckte sich kilometerweit. Jetzt, da man um ihre Existenz wusste, war klar, dass das Signal, dem das UNSC und die Allianz nachgingen, von ihr ausgehen musste. Nachdem die Verteidigungslinie der Allianz durchbrochen war, begab sich Spartan Palmer auf die Suche nach dem Ursprung des Blutsväter-Signals. Das Terrain der X-50 war jedoch zu extrem für das Bataillon, sodass Palmer das Signal zu Fuß zu finden versuchte. Okay, wir haben wieder nur verkackte Waffen. Okay, kein Problem. Kein Problem. Wir machen jetzt übelst platt. Irgendwann reicht's auch dem Zero, ne? Irgendwann reicht's auch dem Zero. Hier, komm, du nimmst die Granate. Ich mach dich gut. So, vielleicht scheiß Lichtschranke da, wo dann auch 50.000 Gegner kommen. Ist ja unglaublich. Ich kann das Ding gut als Schild benutzen, habe ich gerade gemerkt. So, ich hole mir aber trotzdem nochmal die Barriere. Ich finde die einfach ein bisschen geiler. Muss ich ehrlich gestehen. So, dann schickt man mal den Techniker. Beeil dich mal ein bisschen heute, ja? Wir haben es eilig. So ein Scheiß, jetzt mache ich das zum x-ten Mal. Aber irgendwann ist halt Schluss. Irgendwann ist halt Schluss, Kleine. So, jetzt noch eine Minute lang hier durchlaufen. Alles töten, was kommt. Vielleicht meine Leute noch mal ein bisschen beschützen.
wie er sich freut. Herr Kott, er kam durch den Schild sein, das eigene Typ nicht durch. Ach, wie billig. Achso, das gehört zu mir. Oh Gott, lass mich. Kumpel, rette mich ja. Super Schuss. Oh, Bagger. Ich bin doch hier, Mann. Was willst du? Was du nicht sagst, ich doch auch. Ja super, er ist tot. Yes, classic, Freunde, yes, classic. Ich hab für nichts mehr Rückzug. Oh Gott, nein. Nicht sterben, bitte nicht sterben, Zero. Verkriech dich einfach hier in die Ecke. Oh, oh nein! Oh nein! Ja, ich lad mich wieder auf. Ich lad mich wieder auf. Oh. So. Kämpfen wir uns schon mal nach vorne durch. Oder hier in die Ecke. Jetzt müssen wir nur noch vorankommen hier. Jetzt krepier doch! Mann! Ich glaube, das wird nicht aufhören, solange wir hier rumstehen. Da können wir immer Gold schaffen. Ah, das sind Minen. Was soll denn das? Oh Gott, ich lad mich wieder auf, ja. Okay, wir müssen hier einfach vorbeilaufen. Einfach an einem vorbeilaufen. Scheiß Brücke, ey. Dem will ich das Level zeigen. Ich bin schon wieder tot. Oh Mann. Was soll ich sagen? Es tut mir echt leid, aber ich habe mich jetzt dafür entschieden, dass ihr mit mir gequält werdet. Das Ding ist härter, als man denkt. Da kommt man schwer durch. Ja, toll. Wirft die Granate 5 Meter weit. Das ist die richtige Entscheidung. So. Das Ding hat doch bestimmt noch voll viel Leben, oder nicht? Voll. Na komm, komm her. Ich schieß so lange, bis du herkommst. Guck, der Grunt ist nett. So macht man das. Ach, das Ding überhitzt auch. Warte kurz eine Sekunde, warte kurz. Danke. Okay, bleiben wir hier drauf. Versuchen unsere Leute so gut wie möglich zu beschützen, dass keiner von denen stirbt. Es kommen einfach zum Schluss zu viele. Und da ist auch noch ein Wave auf der Brücke. Wo kommt der denn her? So ein Bullshit. Ich bin dabei. Okay, so werden wir es unmöglich schaffen, unsere Leute zu retten. Ich kann nicht viel machen. Ich behalte jetzt mein Double. Ich glaube, das ist echt ein bisschen klasser. Ein bisschen klasser, ja. Gutes Deutsch, Lehrer. Ein bisschen besser. Weil ich das Ding auch als Schild benutzen kann. Und somit überleben könnte. Was? Da ist ein Grunt drauf. Jetzt kommen schon die Bagger. Das heißt, in 50 Sekunden ist es soweit. Komm, krepiert alle. Alter. Leck mich. Scheiß Bagger. Da kommen immer mehr von denen. Sieh mich nicht, jawohl. Ja, lenk sie ab. Wie soll man das denn schaffen? Okay. Einfach durchziehen. Einfach durchziehen.
Oh, einfach durchziehen. Ich schaff das schon. Ich schaff das ganz alleine. Ich bin eine Chuchu-Bahn. Ich hätte den Wave verklauen sollen. Scheiße. Ich hab für nichts mehr Munition. Fuck! Position gesichert. Mehr hätte ich nicht tun sollen! Mehr hätte ich nicht tun sollen! Ich bin hier echt am Durchdrehen, ey. Na komm, für diese Scheißaktion. Ne, eigentlich müsste ich die Folge jetzt beenden. Weil wir ja noch zwei haben. Oh Gott. Haut rein, euer Zero. Tschüss.